Hallo liebe Freunde und Freunde und willkommen zu dieser neuen Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. Zombix und heute habt ihr die Möglichkeit, einen den Supreme Rang zu gewinnen. Und zwar geht das nur heute. Das geht morgen nur bis zur Mittagszeit 14 Uhr etwa. Und zwar müsst ihr einmal auf Griefer Games raufgehen und dann auf den Event Server. Ich gehe nochmal in zum Portal. Das ist einfach dann die Leiter hier hoch. Und dann müsst ihr einmal hier vorne in das Portal reingehen. Dann spawnt ihr auch schon woanders. Eigentlich spawnt ihr hier auf den Wiegen. Und zwar. Ah ja. Und zwar müsst ihr hier Scherben sammeln. Das sind solche. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, von diesen. Diese. Von den Guardians, die einmal spawnen. Diese. Diese Scherben, all also diese Dreiecke da. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich werde heute einfach mal mit euch die suchen. Ich werde nicht alle sammeln gehen. Der Beste hat etwa schon 150 Scherben und ich werde nicht alle finden, weil die Map ist riesig und die könnten überall sein. Die könnten da sein, die könnten da oben irgendwo sein. Ja. Ich habe zwar hier schon ein bisschen angefangen. Also hier oben ist, glaube ich. Ich meine, dass hier oben nichts ist. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Hier kann man nicht rein. Nee. So. Es könnte überall sein. Auf den Bäumen, in Beeten, in Ecken. Alles. Könnte alles sein. Kann man hier rein? Okay. Nee, anscheinend nicht. Gut. Könnte hier was sein? Vielleicht hier. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie was drin ist. Ich bin jetzt hier vorne einfach hier in diesem. Rechts diesem Ding drin. Kann ich mir echt vorstellen, dass hier was drin ist. Kann man hier irgendwie. Man muss auch ein bisschen Jump'n'Run können. Oder da hoch. Kommt man hier irgendwie hoch? Hier vielleicht? Nein. Hier ist doch bestimmt irgendwie was. Es kann auch am Rand sein. Es kann überall. Es kann. Ja. Es gibt auch keine Anzahl, wo man weiß, wie viele es hier sind. Das hat das Team nicht gesagt. Aber. Ach, hier ist. Das ist zum Beispiel eine. Ich habe eine gefunden. Das hier. Seht ihr? Das hier. Das ist die Scherbe. Hä? Gibt's das? Nee. Okay, die habe ich anscheinend gefunden. Komisch. Okay. So. Ich habe das jetzt alles erstmal abgesucht hier. Das alles hier. Ich habe nichts gefunden mehr. Ich glaube, dass irgendwie auf den Bäumen noch was ist. Ich habe versucht, eben auf den Baum oder auf den Baum da vorne drauf zu gehen. Kam auf dem Blatt, aber hab's nicht geschafft. Also nicht mal weiter, weil konnte man nicht weiter. Und ich würde sagen, das ist lustig, das alles hier, weil das geht noch viel weiter. Viel weiter geht das noch. Und ich sag euch, das ist lustig. Das geht, also das wird echt lustig. Ich mache es auf jeden Fall an jeden Cut. Und wenn ich es gefunden habe, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt hier den Reisenden gefunden. Wie ich sehe, verfolgst du die gleichen Ziele wie ich. Vielleicht treffen wir uns ja bald wieder. Tja, das wäre schön. Wäre schön, wenn du mir ein paar Tipps geben würdest, wo noch Scherben sind. Das wäre echt toll. Hier habe ich jetzt den Abenteurer gefunden. Ich kenne die Höhle bereits. Hier findest du 4 Scherben, die dich auf den richtigen Weg bringen. Oh, 4 Scherben, okay. 4 Scherben dieser Riesenhöhle. Ah ja, das wird lustig. Zum Groben und Ganzen gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil das ist so eine kleine Schatzsuche. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, die ganzen Scherben zu finden. Ich habe gerade mal eine. Oh, aber ich find's echt cool. So, weil man kann den Supreme Rang gewinnen. Das ist echt krass. Ich habe jetzt hier eine Leiter gefunden. Vielleicht ist. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Scherbe ist.
Oh, Besuch. Ich bin hier aufgewachsen. Setz dich ruhig und erzähl mir von der Welt da draußen. Ja, gerne. Ah, hier ist eine Scherbe, hier ist eine Scherbe. Nice, super, perfekt. Du hast eine Scherbe gefunden und bist damit auf einem guten Weg. Nice. Ich hoffe mal, dass diese Scherbe nicht zu diesen anderen 4 Scherben zählt. Ist einfach hier vorne. Nice. Ich habe die nächste gefunden. Die ist hier auf diesem Dings hier. Und nice. Die nächste habe ich. Ich gucke jetzt erstmal nach diesem Dings hier. An der Säule schaue ich erstmal. Ich glaube so, dass hier an der Säule jetzt nichts mehr ist. Weil 2 an einer Säule ist ein bisschen sehr auffällig. Aber immer schauen ist immer gut. Also ich glaube zwar nicht, dass ich es gewinne, aber trotzdem, ich mag es einfach, diese Art von Schatzsuche, sage ich mal. Okay. Ich habe die nächste gefunden. Aber da ist die. Die Frage ist jedoch, wie kommt man da wieder raus? Gibt es einen Befehl? Es muss doch irgendwie einen Befehl geben, wo man hier wieder rauskommen kann, weil die kommen doch hier nicht mehr raus. Ja, und jetzt? Wie kommt er jetzt hier wieder raus, der typische Ader? Okay. Ich habe jetzt mal was getestet. Und zwar kann ich da reingehen. So, und dann mache ich jetzt einfach Slash Spawn. Da bin ich jetzt wieder hier beim Spawn. Da bin ich jetzt hier wieder draußen. Das ist eigentlich ganz cool. Wäre cool, wenn man hier schreiben könnte. Also wäre, nee, aber andererseits. Ja, doch, wäre eigentlich cool, wenn man hier schreiben könnte. Aber geht nicht, geht. Man kann eben nicht schreiben. Aber okay. Wie viele waren das jetzt? Der erste war da oben, glaube ich. Der zweite. Die zweite Scherbe. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Nee, doch, das ist mir schon klar, aber die zweite Scherbe war. Also die erste Scherbe war bei der Leiter, die zweite Scherbe war da, wo ich jetzt gerade reingesprungen bin. Oder was ist die dritte Scherbe? Ich denke mal, es war die zweite Scherbe. Nee, es war die dritte Scherbe. Die zweite war ja hier oben drauf. Da müsste jetzt noch eine Scherbe finden, die hier drin ist. Okay, da habe ich jetzt nur wegen dem Jump. Wegen dem hier, weil die ganze Zeit hochspringt, habe ich die gefunden. Da habe ich die vierte gefunden. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ich schaue trotzdem nochmal die Höhle um, ob es hier vielleicht doch noch mehr gibt. Weil hier vorne, da sieht es mir so aus, als könnte man hier reingehen. Nice. Da haben wir direkt die nächste. Perfectumissimo. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Nice, da habe ich die nächste. Perfekt. Ich glaube, die haben doch nicht mitgezählt, die da eben waren. Ich glaube, jetzt habe ich die dritte und ich glaube, eine fehlt noch. Die dann im. Ja. Okay. Wir Gefangenen dürfen dieses Modul nicht verlassen. Wir kennen hier alle Scherben. 4 sind es. Ja, das ist mir schon klar. Das wurde mir eben auch schon gesagt. Aber okay. Okay, da habe ich die nächste gefunden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die nächste habe. Perfekt, das ist die nächste. Also ich glaube zwar, das sind mehr als 4. Aber okay. Habe ich die schon? Ah, oh, nee, die habe ich noch nicht. Perfekt, nice. Habe ich eine schon auch noch eingesammelt. Und hier ist die nächste. Oder nee, die hatte ich bereits. Okay, ist doch nicht schlimm. Jede ist supi. Also ich glaube zwar nicht, dass ich es heute schaffen werde. Hier ist die nächste. Nice. Das sind mal mehr als 4. Deutlich mehr als 4. Alles klar. Wieso kommen wir denn hier nicht da rein? Hatte ich die schon? Die hatte ich, glaube ich, schon. Okay, dann geht es jetzt wohl weiter.
Okay. Da habe ich den Nächsten gefunden. Und ist hier vorne irgendwie was? Nee, hier vorne ist nichts. Okay, hier habe ich einen Eingang gesehen. Ich denke mal, hier ist auch eine. Jawohl, nice. Das gefällt mir doch. Die Wache. Mein Kollege will dir nur helfen, aber wenn du willst, geh ruhig weiter. Viel Erfolg, Abenteurer. Danke, danke schön. Ist es so gefährlich, weiterzugehen? Geh zurück oder ich werde mich um dich kümmern. Okay, das ist wahrscheinlich der Kollege. Hier ist auch im Wasser bestimmt was. Safe ist im Wasser hier was. Hier da, nice, super. Hier ist auch die nächste. Hä? Wie kommt man denn hier rein? Ah. Jump and run. Oder? Nice, Jump and Run ist das. Nice, perfekt. Ah, okay, achso, die habe ich schon. Okay. Nice. Ja, gut. Was? Ich bin schon 11 Minuten dran. What the fuck? Entschuldigung. Okay, dann sammle ich noch die ein. Und dann würde ich aber auch sagen, hier im Futter solltest du 6 Scherben finden. Der Drache liegt oft hier. Okay, da würde ich aber sagen, den Rest könnt ihr jetzt selber finden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, damit ihr auch mehr von, also damit ich mehr von diesen Tipps und Tricks Videos mache. Und wie gesagt, das geht nur heute. Also macht's schnell. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann auch beim nächsten Video. Ciao!